Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video am Kanal Roblox Lara. Heute mache ich wieder Outfits bewerten. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir 10 Usernames rausgesucht. Und wenn ihr auch wollt, dass ich eure Outfits bewerte, könnt ihr auf jeden Fall eure Usernames in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, ich fange jetzt auch direkt mit der ersten an. So, okay. Also die erste heißt auf jeden Fall Princess123598. So, ich habe sie jetzt mal eingegeben. Und sie hat auf jeden Fall 19 Outfits. Dann schauen wir mal. Okay. Zuerst einmal gucken wir uns das hier an. Also ich finde es voll cool mit diesem Elefant und so. Nur ich würde mir noch den Wangenkopf kaufen und nicht diesen Freecop, weil dann würde das auch besser mit den Zähnen und so aussehen. Und ja, dann würde ich dir vielleicht auch noch so ein weißes Pflaster da empfehlen. Dann gucken wir uns das hier an. Das hier finde ich auch ganz cool, nur ich würde noch die dickeren Beine machen, Wangenkopf kaufen und diese Zähne, dann würde es auch noch geil aussehen. Hier würde ich einfach noch den Wangenkopf kaufen und dann noch das weiße Pflaster, aber ich liebe das irgendwie voll. Das hier finde ich auch geil, nur noch den Wangenkopf und das Pflaster, also das würde ich halt einfach überall machen. Das hier feiere ich mega, das sieht so geil aus, oh mein Gott. Also ich feiere deine Outfits ansonsten mega, die sehen alle so geil aus, also echt alle sehen geil aus. Digga, wie cool sind deine Outfits bitte alle, die sehen so nice aus alle. Ich liebe sie über alles, also ja, deine Outfits sind so geil, vor allem irgendwie feiere ich das hier voll. Ich weiß nicht wieso, aber es sieht so geil aus. Und ja, dann würde ich sagen, gebe ich jetzt mal direkt die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall LBT067. So, ich habe sie jetzt mal eingegeben. Und okay, sieht auf jeden Fall 47 auf. Das ist sogar eine Freundin von mir. Also wir gucken jetzt mal. Ich feiere es total. Das sieht so geil aus. Nur ich würde dir noch eine andere Hose empfehlen, weil irgendwie sieht das da und das da so gleich aus von der Farbe. Und das sieht dann irgendwie so auf einmal so rosa aus. Das würde ich dann vielleicht auch noch eine lila Hose empfehlen. Aber ansonsten finde ich es so geil. Und vielleicht kaufst du dir auch noch diese Zähne da. Aber ja, ansonsten mega geil. Das hier finde ich auch so nice. Also das sieht so geil aus. Also das liebe ich einfach. Dann gehen wir mal weiter. Das hier finde ich auch so schön. Also deine Outfits sind richtig geil. Das hier feiere ich irgendwie auch mega. Also ja, richtig geile Outfits. Und oh mein Gott, das hier sieht anders geil aus. Geil, oh mein Gott, wie geil ist das bitte? Das hier finde ich auch voll nice. Und ja, genau. Also das hier sieht auch richtig, richtig geil aus, dieses Outfit hier. Also ja, du machst richtig geile Outfits. Das hier finde ich auch nochmal mega geil. Oha. Das finde ich auch voll cool. Also ja, genau. Du machst auf jeden Fall mega nice Outfits, wenn man sich hier leben alle hier mal anschaut. Finde ich auf jeden Fall mega, mega coole Outfits. Und ja, genau. Mega, mega nice Outfits. Also ja, finde ich richtig geil. Und dann würde ich sagen, gebe ich jetzt mal wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall Zilexemvenmm. So, okay, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Okay, also die hat jetzt kein richtiges Outfit. Da hast du halt gefühlt nichts gemacht. Deswegen ja, ich würde dir halt nicht so dicke Beine empfehlen. Ich würde dir noch eine Hose empfehlen. Ein T-Shirt auch noch oder ein Oberteil. Einfach allgemein. Dann würde ich noch den Wangenkopf kaufen. Aber ich glaube, du hast keine Robux. Und vielleicht noch ein anderes Gesicht und andere Haare. Aber ja, genau. Ansonsten ja, ne? Du hast halt eigentlich nicht wirklich was gemacht. Und ich würde sagen, jetzt gebe ich mal wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall EmmaGirl2511. So, okay, dann gucke ich mal. So, okay. Sie hat auf jeden Fall 35 Outfits. Dann gucken wir mal. Ich mag es eigentlich, nur ich würde dir noch ein rotes oder ein schwarzes T-Shirt empfehlen und vielleicht kaufst du dir eine andere Maske, weil das würde dann auch hier alles überdecken. Und dann kaufst du dir vielleicht noch eine andere Animation und dickere Beine. Hier finde ich das mega schön, nur ich würde noch eine andere Animation holen, dickere Beine machen und dann nimmst du dir vielleicht auch noch diese dunklere Hautfarbe, aber ansonsten geil. Hier hast du den Among Us-Outfit gemacht. Finde ich auch funny. Nur irgendwie passen diese Pyramiden da nicht so gut. Und ich würde noch ja, eine andere Animation kaufen. Aber ansonsten finde ich es irgendwie schon cool. Dann das hier finde ich auch geil. Nur ich würde dann blaue Flügel kaufen. Das würde besser aussehen. Vielleicht kaufst du dir auch noch irgendwie einen blauen Hut oder so. Also eher so türkis hier. Und dann noch diese andere Animation. Dunklere Hautfarbe, dickere Beine. Und ja, vielleicht kaufst du dir auch noch ein anderes Gesicht. Aber ansonsten geil. Und dann gucken wir mal das hier. Das finde ich auf jeden Fall auch richtig geil. Nur, ja, ich würde einfach noch dickere Beine machen und andere Animationen. Aber ja, an sich ist es eigentlich richtig schön. Und ich würde sagen, jetzt gebe ich mal wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall Alia Stalia 123. So, okay, ich habe sie jetzt mal eingegeben. Und sie hat auf jeden Fall 15 Outfits. Okay, dann gucken wir mal. Zuerst schauen wir uns das hier an. Ich finde es cool, nur ich würde noch eine andere Animation kaufen, den Wangenkopf kaufen, vielleicht holst du dir noch dieses weiße Pflaster und dann noch irgendwas auf den Kopf. Und ja, ansonsten geil. Ich feiere das Outfit auf jeden Fall, nur ich finde, du solltest dir noch dickere Beine machen, also ich glaube, du hast die sogar. Ich würde einfach noch den Wangenkopf kaufen und ein anderes Face, aber ich finde es an sich so geil. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das nächste Outfit hier mal an. Das finde ich auch mega schön, nur ich würde noch einfach das gleiche machen wie bei dem Outfit da. Und dann machst du dir vielleicht noch ein anderes Gesicht.
Dann gucken wir mal hier hinten wieder weiter. Das hier finde ich auch wieder richtig, richtig, richtig schön. Aber ich würde bei diesen Softie-Outfits einfach das gleiche machen, wie ich da gesagt hatte. Bei dem gradigen Outfit hier. Und bei diesem Copy-and-Paste, sag ich mal, Outfit finde ich es auch richtig geil. Nur da würde ich mir halt überall einfach noch ein anderes Face kaufen. Und ja, dann, ja, genau. Ansonsten dann noch vielleicht noch die andere Animation machen. Und ansonsten mega geil. Dann würde ich sagen, gebe ich jetzt wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall Emily_Mini2011. So, ich habe sie mal eingegeben. Und sie hat auf jeden Fall 30 Outfits. Okay, also ich feiere auf jeden Fall dieses Outfit mit diesem Oktopus und so. Aber ich würde dickere Beine machen, mich kleiner machen, Wangenkopf kaufen, andere, nicht diese Brille, anderes Gesicht. Und ja, ansonsten geil. Vielleicht kaufst du dir noch eine andere Animation. Keine Ahnung, ob ich das schon gesagt habe. So, dann gucken wir uns das hier an. Da würde ich wieder das gleiche machen. Und ja, genau, ansonsten auch wieder voll geil eigentlich. Denn das hier, das finde ich auch mega nice. Nur ich würde noch den Wangenkopf kaufen, andere Animationen und so weiter halt. Also ja, diese dicken Beine finde ich gut. Die würde ich dann auch bei dem da hinten machen. Und ja, genau. Ansonsten finde ich den Outfits auch alle mega nice. Also diese Animation würde ich dann vielleicht nehmen. Die sieht voll schön aus. Und ja, genau. Ansonsten mega coole Outfits. Und jetzt würde ich sagen, gebe ich mal wieder die nächste ein. So, die nächste heißt auf jeden Fall jetzt Selma12105. So, ich habe sie jetzt mal eingegeben. Und sie hat auf jeden Fall 17 Outfits. Okay, dann gucken wir mal. Also das Outfit hier finde ich ganz cool. Also vom Outfit her mit den Haaren passt das gut. Nur ich finde diese Blumenkrone hier passt nicht so gut. Und der Piercing und dieses Netz da würde ich auch wegmachen. Aber das Netz würde ich, okay, das Netz würde noch gut aussehen. Dann würde ich noch den Wangenkopf kaufen und ein anderes Gesicht. Also das Gesicht sieht irgendwie lustig aus, aber das passt irgendwie gar nicht. Dann würde ich halt dieses Gesicht da noch wegmachen. Hier hast du eigentlich immer das gleiche Gefühl. Das hier finde ich schön. Nur ich würde einfach noch ein anderes Gesicht kaufen und den Wangenkopf. Und dann hier finde ich auf jeden Fall mega schön. Nur diese Brille würde ich noch nicht nehmen. Andere Animation machen und vielleicht nimmst du dann anstatt dieser Brille das weiße Pflaster, dann würde das mega geil aussehen. Und ja, genau. Dann gucken wir uns nur noch das hier an. Hier würde ich dann andere dicke Beine nehmen, eine Hose kaufen und hier wieder einfach noch das weiße Pflaster statt dieser Brille. Und ansonsten auch wieder mega cooles Outfit und ich würde sagen, jetzt gebe ich mal wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall Daniela_2010DX. So, ich habe sie jetzt mal eingegeben. Okay, sie hat 5 Outfits, aber die sehen richtig geil aus, dann gucke ich mal. Ich feiere es einfach, das sieht richtig geil aus. Nur wenn du, dann würde ich vielleicht noch ein schwarzes Oberteil oder so nehmen, weil das Blau passt irgendwie nicht dann so gut dazu diesem Outfit. Aber an sich richtig geil. Von dieser Haarkombi, ich liebe es einfach. Das sieht so geil aus einfach, oh mein Gott. Dann das Outfit hier. Dann gucken wir uns mal das Outfit hier an. Das hier finde ich richtig geil. Also ich feiere es mega, sieht mega geil aus. Dann hier das da. Finde ich auch mega nice. Nur ich würde dann vielleicht noch ein rotes Oberteil nehmen, wenn du hier so eine rote Strähne hast. Aber ansonsten mega geil. Und das hier feiere ich auch total wieder von den Haaren und so her. Also das sieht voll geil aus. Ich will auch diese Haare haben. Und ja, dann würde ich sagen, gebe ich jetzt mal wieder direkt die nächste ein. Also du hast richtig, richtig geile Outfits. Oh, warte, wir müssen uns das hier noch angucken. Feiere ich auch total von der Haarkombi und so her. Und oh mein Gott, dieses Oberteil, ich brauche es. Das sieht so geil aus, oh mein Gott. Also ja, ansonsten mega geile Outfits. Und ich würde sagen, jetzt gebe ich mal wieder die nächste ein. So, jetzt heißt die nächste auf jeden Fall Kira_9735. So, ich habe sie jetzt mal eingegeben. Und sie hat auf jeden Fall 12 Outfits. Okay, dann gucken wir mal. Ich würde mich dünner einfach nur machen. Und ich würde noch das weiße Pflaster hin machen. Ansonsten mega geiles Outfit. Dann gucken wir mal hier hinten weiter. So, ja, also ich würde halt noch tausendfach mehr Haare kaufen. Ich würde eine andere Hose machen. Und dann noch dann diese dicken Beine. Und andere Animationen und sowas halt. Und ja, dann würde ich noch ein Accessoire kaufen für das Gesicht und so. Das hier feiere ich, das ist cool. Das ist auch gerade, ja, richtig im Trend auf TikTok, sehe ich auf jeden Fall. Finde ich voll geil, das Outfit. Ja, genau, also hier würde ich halt nochmal ein bisschen, ja, hier bei diesen Outfits, die sind jetzt, glaube ich, schon was länger her oder so, würde ich halt noch was verändern, aber das ist natürlich alles deine Entscheidung. Aber dein neuestes Outfit finde ich auf jeden Fall am schönsten, würde halt dann noch das machen, was ich eben gesagt habe. Und ja, genau, dann würde ich sagen, gebe ich jetzt auch mal die letzte ein. So, die letzte heißt auf jeden Fall Amy0410Lawful. So, ich hoffe, ich habe das Richtige ausgesprochen am Ende. Okay, sie hat 2 Outfits nur. Okay, dann gucken wir mal. Ich finde es mega geil, nur ich würde diese Kette wegmachen und ich würde dickere Beine machen, den Wangenkopf kaufen und noch, ja, dann vielleicht noch diese dunklere Hautfarbe machen. Und hier hat sie eigentlich genau das gleiche, nur mit einem anderen Körper. Finde ich cool. Nur ich finde auf jeden Fall dann das hier schöner. Und ja, genau. Und ich würde sagen, kommen wir nun zur Verlosung. Und zwar verlose ich dieses Cracked Egg hier.
was man ist einfach, Hashtag Cracked Egg in die Kommentare zu schreiben. Dann werde ich auslosen, dann bekommt ihr das. Kommen wir nun zum Gewinn vom letzten Video. Okay, Leute, ich habe hier jetzt Hashtag Limo-Stand hingeschrieben. Und ja, mal gucken, wer der Gewinner ist. Und der Gewinner ist Ines. Und ja, ich suche sie jetzt mal. Okay, Leute, hier ist sie. Und ja, ich schreibe ihr jetzt mal. Du hast den Limo-Stand gewonnen. Wie ist dein Username? Fragezeichen. Okay, Leute, ich habe es jetzt geschrieben. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, tschüss.